Hallo und herzlich willkommen. In diesem kurzen Video möchten wir Ihnen die Nietzsche 2-in-1 LED präsentieren. Mein Name ist Giovanni Vecchio und ich leite für Nietzsche den Vertrieb und das Marketing. Nietzsche ist der weltgrößte LED-Hersteller mit Sitz in Japan. Nietzsche ist auch der Erfinder der blauen LED, die es überhaupt möglich machte, eine weiße LED herzustellen. Heute freuen wir uns, Ihnen diese 2-in-1 LED präsentieren zu dürfen, eine Tunable White LED, das heißt eine LED mit einstellbarer Farbtemperatur. Diese Innovation wurde erstmalig auf der LPS 2019 vorgestellt und ausgezeichnet. Die 2-in-1 LED ist auch Teil unseres Mottos Light So Good. Das Besondere hierbei ist, dass es sich nicht nur um eine LED handelt, wie anstatt üblicherweise bei Tunable White Lösungen 2, sondern um eine LED mit nur einer Kavität, sprich eine Lichtaustrittsfläche. Diese Lösung bietet Leuchtenherstellern eine verbesserte Farbabstimmung, Reduktion der Maße bei Optiken und Leuchten sowie neue kreative Designs und eine Verbesserung des Lagermanagements. Die 2-in-1 LED-Technologie von Nietzsche öffnet zudem den Weg zu einer höheren Farbqualität, je nach Farbtemperatur bis zu einem CI von 90. Zusammenfassend, bislang bei den Leuchtenherstellern eine Farbmischung mit nur 2 LEDs möglich, was zu unerwünschten optischen Effekten und Reduzierung des Lumenoutputs führte. Damit Sie anhand von einem Beispiel auch sehen können, wo diese Technologie erfolgreich umgesetzt wurde, verweise ich nun an unseren offiziellen Distributor Lumitronics und übergebe somit das Wort an Peter. Vielen Dank, Giovanni. Neben der Distributionstätigkeit für Nietzsche verstehen wir uns auch als Entwickler von innovativen LED-Lichtlösungen. Wir haben die Nietzsche 2-in-1 LED bewusst schon auf vielen unserer Module verbaut. Für die Anwendung mit Simprolux haben wir unsere Lumiflex 560 Pro Tunable White verwendet. Wie der Name schon sagt, sind 560 der 2-in-1 LED auf einer 5-Meter-Rolle verbaut. Wir fertigen das Modul im Rolle-zu-Rolle-Verfahren bei uns in Hechingen. Der Vorteil ist, dass das Platinenmaterial dabei nicht überlappt und später keine Probleme verursacht beim Verkleben in der Leuchte. Auf den 5 Metern erreichen wir eine Helligkeit von 4800 Lumen und dank dem Linearregler bleibt die Helligkeit auch über die gesamte Länge stabil. Zusätzlich haben wir für die Leuchte von Simprolux noch eine Ansteuerung mit einem kapazitiven Taster entwickelt. Und wie das Ganze jetzt in der fertigen Leuchte aussieht, zeigen Ihnen der Michael und der Ramazan. Danke, Peter. Wir sind Simprolux. Als Startup-Unternehmen haben wir uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Produkte anzubieten. Mit unseren Leuchten schaffen wir Lebens- und Arbeitsräume, in denen man sich wohlfühlt. Simprolux steht für hochwertige Materialien, eine nachhaltige Wertschöpfungskette und hochwertige Produkte. Heimkommen und wohlfühlen. Deshalb haben wir uns bei der Pendelleuchte Ottos für die Nietzsche 2-in-1 LED entschieden. Die exzellente homogene Lichtqualität, aber bei der variablen Farbansteuerung ausschlaggebend. Wenn Tradition auf Innovation trifft, klassisches Handwerk in Verbindung mit modernster LED-Technik, entdecken Sie das Licht von morgen. Das ist Simprolux. Natürlich Licht. Wie Sie sehen können, bietet die Nietzsche LED-Technologie ein breites Spektrum an Vorteilen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und sollen Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns. Light so good!